So, herzlich willkommen zum Meet. Heute haben wir als Gast Stefan Reuter. Der damalige angehende Profifußballer hat damals mal erlebt, wie schnell ein Traum kaputt gehen kann. Und das hat ihn dazu angeregt, Jahre später ein Buch zu schreiben, über das wir sicherlich gleich noch sprechen werden. Er ist seit 14 Jahren Unternehmer, ist Bestsellerautor, Mitglied beim Club 55, dem Club der europäischen Experten. Er ist spezialisiert auf solche Fragen wie Wahrnehmung und Wirkung, und ich hoffe, er wird uns heute einiges über diese Themen sagen können und über die Frage, wie wir als Unternehmer denn unsere Wirkung im Business optimieren können. Herzlich willkommen, Stefan, und auch herzlich willkommen, Hermann, der mit mir in der Leitung ist. Und ihr wisst, bei dem Meet-Format sind auch eure Fragen gefragt. Ihr habt eine Fragebox. Dort gerne immer die Fragen rein und dann stellen wir auch eure Fragen an den Stefan. Also herzlich willkommen, Stefan. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, danke für eure Einladung, freue mich sehr. Stefan, dein erstes Buch heißt Gut, dass es dir schlecht geht. Wie kommt man auf so eine Buchidee? Ja, ich liebe gute Titel. Also, das ist das eine, aber die Buchidee, die ist wirklich dadurch entstanden, dass ich jetzt heute, also ich glaube, du kannst das Leben ja nur vorwärts leben und rückwärts verstehen. Und heute, wenn ich so rückwärts schaue und so kam das Buch zustande, dann würde ich heute schon sagen, gab es Momente, wo es gut war, dass es mir nicht so gut ging, weil ich stehen bleiben musste und übers Leben nachdenken musste. Also der Untertitel des Buches ist ja, warum die schlimmsten Tage manchmal im Leben oftmals die besten sind. Und ja, unter diesem Aspekt habe ich es auch geschrieben, weil ich glaube, da bin ich nicht alleine. Also mit Das den heißt, was Problemen macht oder dass diese, es einem schlecht geht. ja, das, was macht diese schlechten Momente dann gut? Was ist es, was man davon haben kann? Naja, in erster Linie ist es gerade ja bei erfolgreichen Menschen oder jetzt auch uns Unternehmern oder generell so, dass wir viel erreichen wollen und viel tun. Und manchmal erkennt man dann latent gar nicht, dass man viel zu schnell ist. Und manchmal zwingt einen dann das Leben. Beim einen ist eine Verletzung, beim anderen die Beziehung, oder was auch immer, zwingt oder ein Unfall zwingt einen dazu, einfach auch mal stehen bleiben zu müssen, ob wir wollen oder nicht. Und in diesem Moment bist du dann halt direkt mit dir konfrontiert und das ist immer unangenehm, also gerade für erfolgreiche Menschen. Das hört sich jetzt erstmal kontraintuitiv an. Und wenn man jetzt gerade mal so als Unternehmer überlegt, was sind so Gründe, warum es einem schlecht geht, da brechen vielleicht Märkte ein, es gibt vielleicht eine Krise, es wird vielleicht mal ganz eng und es gibt ja nicht wenige Unternehmer, die beinahe Insolvenz oder sogar Insolvenzen erlebt haben. In so einem Kontext, wie kann es denn dann gut sein? Ja, es ist sicherlich natürlich ein Kontext, wo wir immer gucken müssen, muss ich dann im Unternehmen was verändern? Also muss mir es gelingen, sage ich jetzt mal, dass ich gewisse Strukturen anders gestalte, dass ich über Dinge anders nachdenke? Das kann ich natürlich im Einzelfall, also das kannst du nie spontan für alle beantworten. Das ist wirklich im Einzelfall zu beantworten. Ich weiß nur, dass es immer dazu führt, dass wir nochmal genau hingucken, neu justieren, uns auch intern mit neuen Dingen beschäftigen. Das erleben wir ja gerade in einer unglaublich komplexen Welt. Ich werde sozusagen gezwungen, mich mit den Details zu beschäftigen, ob ich will oder nicht. Das heißt, ein Ratschlag wäre quasi darauf zu achten, dass es einem mal früher schlecht geht, aber dann mit einer kleineren Intensität. Dass wir früher mal drüber nachdenken, was ist der Ratschlag da? Naja, ich finde, umso früher es dir schlecht geht, umso mehr fängst du früher an, dich mit dir auseinanderzusetzen. Also auf der Persönlichkeitsebene zu sehen, glaube ich, willst du ein guter Unternehmer sein, dann hör erst mal in dich selbst hinein. Also wir müssen uns selbst zunächst mal sehr, sehr gut kennen. Und ja, wenn es nur so funktioniert, dann würde ich sagen, guck, dass es dir mal früher schon schlecht geht, ja. Okay, was habe ich denn als Unternehmer davon, nochmal da selber in mich reinzugehen und zu reflektieren? Also was ist da deine Erfahrung? Vielleicht hast du auch ein paar Beispiele, wie Unternehmer das gelingt, durch solche Reflexionen wirklich besser zu werden. Weil darum geht es uns hier an ganz vielen Stellen. Naja, wo ich es immer deutlich spüre, ist, ich hatte neulich einen sehr, sehr schönen Termin mit aus meiner Sicht einem echt guten Vorstand, also von dem ich sehr viel halte, fachlich und auch menschlich. Und als ich ihn dann so gefragt habe, was denn so seine schwierigste Situation im Leben war und was er dann für sich daraus gelernt hat und wo der Sinn seines ganzen Seins und Schaffens liegt, fand ich seine Antwort sehr spannend. Also er hat gesagt, das Schlimmste, was ihm dann halt passiert ist, war, dass es nicht so lief, wie er sich das vorgestellt hat. Und dann habe ich gesagt, naja, das müssen Sie mir jetzt genauer erklären. Und dann sagt er, schauen Sie, ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch, aber ich habe es halt mit dem Ehrgeiz absolut übertrieben und war dann sehr verbissen.
Und was mir im Leben gefehlt hat, war die Gelassenheit, auch mal gelassen mit gewissen Situationen umzugehen. Und dadurch habe ich mir selber und meinem Umfeld einen unglaublichen Druck gemacht, weil ich auf gar keinen Fall zu den Typen gehören wollte, die sagen, na ja, jetzt lassen wir es halt mal auf uns zukommen. Also ich wollte es eher planen und im Griff haben. Und da musste ich menschlich viel dazulernen, um zu dem Unternehmer zu werden, der ich dann auch heute bin. Also ich glaube, es braucht eben beides. Eine hohe menschliche Kompetenz. Wenn wir auch Menschen führen, müssen wir uns auch selbst gut führen können. Und das ist oftmals ein ganz plakativer Spruch, aber im Alltag oft sehr schwer gemacht, weil wir müssen uns natürlich selber gut führen können, um die anderen führen zu können. Zum einen natürlich emotional und innerlich. Also wir müssen lernen, mit unseren Gefühlen gut in Kontakt zu sein, dass wir auch mit den Gefühlen der Mitarbeiter gut umgehen können. Und ohne zu esoterisch zu werden, glaube ich, ist es auch wichtig, die Betriebswirtschaft im Auge zu behalten. Also Sympathie plus Kompetenz gibt halt aus meiner Sicht nun mal auch den Erfolg. Ja, wie können wir das jetzt schaffen? Das hört sich nach einer sehr schwierigen Gratwanderung an für uns als Unternehmer. Wir haben dort jetzt einmal die Herausforderung, dass wir ja Dinge ernst nehmen müssen und gerade auch in der Führung müssen wir darauf achten, dass Dinge akribisch, detailliert, mit richtig Schwung abgearbeitet werden. Auf der anderen Seite sagst du jetzt zu viel von der Verbissenheit und nicht genug von Gelassenheit kann jetzt auch dazu führen, dass wir es übertreiben, so frei nach dem Motto, wie bei der Schraube nach fest kommt ab. Wie finden wir als Unternehmer jetzt ganz konkret diesen Mittelweg? Was sind da deine Tipps? Naja, ich weiß gar nicht, ob es manchmal so diesen Mittelweg gibt. Also ich glaube, dass wir vor allem durch die Extreme lernen, ne? Also häufig ist es ja in Unternehmen auch so, dass der eine Unternehmer ganz extrem ehrgeizig ist und dann merkt, naja, so funktioniert es aber auch nicht. Und dann so ins andere Level irgendwie verfällt. Also ich glaube, heute ist in Führung wirklich wichtig, dass wir innerhalb kürzester Zeit, also ich erlebe es jetzt bei Führungskräften auch im Vertrieb, die haben viel zu tun und wenig Zeit. Also wir brauchen Werkzeuge, die enorm effektiv sind, wie wir sehr glaubwürdig und stimmig unsere Meinung dann eben dann auch so kundtun können an die Belegschaft, dass wir verstanden werden. Also und da, und das will ich auch nochmal deutlich an der Stelle sagen, wird oft unglaublich viel gelesen über Führung. Es sind unglaublich viele Theorien im Umlauf, was man da am besten macht. Aber am besten hilft immer noch der logische Menschenverstand. Also, dass ich klar in einer hohen Klarheit führe und sehr transparent bin. Und das müssen auch meine Leute lernen, dass wir das komplett im Unternehmen so leben. Das heißt, es geht einmal um die Selbstführung, aber dann auch die Frage, wie bringe ich die in die Kommunikation? Vielleicht fangen wir mit dem ersten an. Was ist denn für dich gute Selbstführung? Was gehört dazu und wie können wir das hinkriegen? Also ich glaube, gute Selbstführung ist in erster Linie, dass ich mir klar darüber werde, für welche Werte stehe ich, für welche Motive gehe ich. Das ist sehr, sehr wichtig. Und die Hauptfrage, die ich mir dann dabei stellen muss, ist, wenn ich mich da so selbst entdecke, sollte ich mich annehmen können mit all den Dingen, die mir auch nicht gefallen. Ne? Also ich sollte nicht nur gut meine Stärken oder Schwächen kennen, sondern auch Entwicklungsfelder. Und dazu musst du dich mit dir auseinandersetzen. Es bleibt dir ja gar nichts anderes übrig, wenn man daran arbeiten will. Ich spüre nur, dass wir das eben nicht gerne tun. Also vor allen Dingen bei jungen Unternehmern, die nachkommen, die mögen oft ungute Gefühle nicht und gucken, dass die dann auch schnell weggehen. Aber es bleibt nichts anderes übrig, als uns damit auseinanderzusetzen, dass wir da lernen, auch mit unguten Gefühlen und Momenten umzugehen, und die zu transformieren oder dann auch sich so weiterzuentwickeln, dass man irgendwann auch sagt, ja, es wird ja auch wieder besser dann auch. Also ich glaube, dieser Umgang ist sehr wichtig. Okay, wenn wir jetzt mal über diesen Umgang reden, bevor wir dann gleich zu dem zweiten Punkt zurückkommen, Ja. da geht es mir jetzt schlecht. Was mache ich da? Also muss ich mir das jetzt so vorstellen, dass wir jetzt über Kohle laufen und Chaka rufen und sagen, das gelingt schon und wir denken einfach nur positiv. Oder was sind da deine Perspektiven aus deinen Jahrzehnten Erfahrung in dem Themenbereich? Naja, wenn es durch Chaka funktionieren würde, dann gäbe es nicht so vielen, denen es wirklich auch da nicht so gut geht. Also ich glaube, da halte ich nicht so viel. Also so think positive und der Rest geht irgendwie, alles wird gut, ist mein Motto, aber alles wird gut bedeutet immer auch ein Entwicklungsprozess. Also es ist nicht so, dass ich mir jeden Tag einrede, ach komm, das geht schon und geh doch voran. Also das Erste ist, wenn es mir schlecht geht, dass ich zunächst mal einfach das so akzeptiere, wie es ist.
und es nicht gleich weghaben will und genauer hinschaue, weil in dem Moment werden wir natürlich unglaublich mit uns selbst konfrontiert. Also ich weiß es ja von meinen eigenen Lebenskrisen oder den eigenen Situationen, die ich hatte. Das ist ein unangenehmes Gefühl und wir wollen das sofort bearbeiten. Wir wollen gleich wieder ins Handeln kommen. Aber ich spüre zuerst, müssen wir verstehen, und das beschreibt auch mein Buch, was passiert da gerade? Und es akzeptieren, wie es ist. Im zweiten Feld geht es dann darum, mehr sich damit zu beschäftigen. Warum ist es jetzt genau mir passiert? Also diese Frage nach, warum ist das genau mir passiert, war eine Frage, die ich mir ständig gestellt habe, auf die ich keine Antwort gekriegt habe. Es wurde erst besser, als ich mich gefragt habe, nicht warum, sondern wofür ist es mir denn passiert? Was habe ich denn jetzt zu lernen? Weil das ändert den kompletten Fokus dann auch. Und die dritte Geschichte ist dann, wir müssen dann erstmal wissen, was bringt uns denn die Kraft im Leben? Also wo kriegen wir denn überhaupt die Kraft und die Power auch im Leben her? Und erst dann können wir es umsetzen. Und diesen Entwicklungsprozess beschreibe ich in meinem Buch. Ja, ist spannend. Was du ja beschreibst, ist so eine typische Unternehmerkrankheit, direkt immer alle Probleme lösen zu wollen. Und was du jetzt gerade sagst, ist, wir sollten nicht zu sprunghaft auf das Problem draufgehen und einfach mal dran rumprockeln, sondern erstmal einen Schritt zurück machen und sich die Frage nach dem Sinn dahinter stellen. Und erst wenn wir die beantwortet haben, dann wissen wir eigentlich, wie die Lösung ist. Spannende Und ich finde, Perspektive. gerade diese spannende Perspektive, die wir jetzt haben, wofür passiert es denn gerade, das ändert unser komplettes Mindset. Wenn wir überlegen, okay, wofür passiert's? Was habe ich jetzt zu lernen? Was hat meine Organisation jetzt zu lernen? Was haben einzelne Menschen, einzelne Führungskräfte, die ich wiederum führe, jetzt im Unternehmen zu lernen? Dann ist das es führt uns auf ein anderes Feld. Aber nochmal, gefallen tut uns das nicht. Wir hätten das Problem gerne weg. Und trotzdem müssen wir uns diese Frage stellen, wenn wir besser werden wollen. Super. Apropos Frage stellen. Wir schauen mal in Richtung Hermann und gucken mal, ob ein Gerne. Teilnehmer schon ein paar Fragen gestellt hat. Eine klasse Überleitung, oder? Ja, finde ich Hermann, auch. wie sieht's aus? Ja, Haben wir Fragen gekriegt? haben sich schon mehrere Teilnehmer mit Fragen gemeldet. Die erste vielleicht ein bisschen zur Einleitung. Stefan, was war dein eigener schlechter Moment, also quasi die Ursache, vielleicht auch für dein Buch? Ja, also mein Einzel, ich war 19, lass mich kurz überlegen, ich 18,5 oder 19 Jahre alt, als man mir mitgeteilt hat, aufgrund einer Knieverletzung, dass ich nicht mehr Fußball spielen kann. Was man dazu wissen muss, ist, ich habe U18 Jugendnationalmannschaft gespielt und war beim VfB Stuttgart auf dem Weg, Profi zu werden, habe oft mit den Profis auch trainiert. Und das war für mich ein wirklich sehr, sehr schlimmer Moment. Und weil er für mich damals auch existenziell war. Also mein Plan war ganz klar, Fußballprofi zu werden. Und das ist mir dann passiert. Und ja, und das führte dazu, dass ich stehen bleiben musste, dass es nicht nach Plan lief in meinem jungen Leben. Und das war ich nicht gewohnt. Also bisher war ich eben immer sehr erfolgreich. Es ging immer bergauf und das war für mich ein totaler Schock, stehen bleiben zu müssen und zu gucken, was passiert denn jetzt? Also was mache ich jetzt damit? Und jetzt gibt es natürlich Menschen, die sagen, naja, aber guck mal, dein Knie war halt kaputt, ne? Also andere Menschen haben was viel Schlimmeres. Und da reagiere ich dann immer sehr allergisch, weil für jeden Menschen ist immer das schlimm, was ihm gerade jetzt passiert. Und für mich war es eben existenziell. Also das war der erste Punkt, mit dem ich mich dann früh auseinandersetzen musste. Vielleicht zweite Frage. Wie können wir uns auf solche schlechten Ereignisse denn vorbereiten? Also, was können wir prophylaktisch machen, um nicht erst in die Situation zu kommen? Na, das ist eine super Frage. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das möglich ist, dass wir so gute Prophylaxe betreiben, dass uns das jetzt nicht passiert. Was sicherlich eine gute Prophylaxe ist, dass wir uns selbst sehr früh mit uns selbst beschäftigen, dass wir sagen, okay, was macht mich aus? Was ist wirklich wichtig für mein Leben? Und wie definiere ich das? Also wovon bin ich innerlich überzeugt? Wir können mehr Prophylaxe betreiben, indem wir mehr innere Arbeit machen. Wenn man mir das früher gesagt hätte, hätte ich zum Teil auch gelacht und hätte gesagt, ja, lass uns mal leben und pragmatisch unsere Arbeit machen. Mit uns selbst können wir uns dann immer noch beschäftigen. Aber genau diese eigene Weichheit nochmal genau anzuschauen, diese eigenen Überzeugungen anzuschauen, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, um stabil zu bleiben, weil wir haben heute nichts in der Welt, was uns so Orientierung bleibt. Also wir müssen mehr lernen, in unsicheren Zeiten eine gewisse Sicherheit in der Unsicherheit zu entwickeln. Und das ist eine schwierige Herausforderung. Und wenn man sich selbst dann nicht gut kennt, dann ist das doppelt so schwierig.
Vielleicht da eine anknüpfende Frage. Was würdest du jetzt einem von unseren Zuhörern, auch uns jetzt empfehlen? Wir sagen, okay, wir haben das jetzt von dir gehört, gehen da inhaltlich völlig mit. Genau das muss man jetzt machen. Was wäre jetzt so der erste Schritt dahin, quasi ein bisschen näher zu sich selbst zu kommen? Was wäre jetzt so der erste einfache Schritt, den ich heute nach dem Gespräch machen kann? Dass wir uns fragen, was macht uns denn im Leben glaubwürdig? Ne? Also wir haben ja in uns alle eine Botschaft oder eine klare Message an unsere Mitarbeiter oder an unsere Kunden, dass wir uns damit beschäftigen, wie erhöhe ich meine eigene Glaubwürdigkeit? Wie trete ich stimmig auf? Beide Bücher, die ich geschrieben habe, also gut, dass es dir schlecht geht, da geht es darum, glaubwürdig mit sich selbst zu sein, also ehrlich mit sich selbst zu sein. Und in meinem zweiten Buch, das ich geschrieben habe, Wer Frieden will, muss streiten können, geht es darum, glaubwürdig nach außen zu kommunizieren. Und ich glaube, dass beide Faktoren extrem wichtig sind. Um Hermann jetzt konkrete Tipps zu geben, würde ich ganz klar sagen, beschäftige dich mit dir und deiner Wahrnehmungs- und Wirkungskompetenz. Also wie nehmen wir die Wahrnehmung, welche Wahrnehmung haben wir auf die Welt und wie wirken wir auch? Weil das, glaube ich, ist ganz entscheidend, weil wir wirken oft durch innere Überzeugungen im Außen, ganz speziell, aber es funktioniert auch umgekehrt. Wir machen im Außen was, erhalten gewisse Feedbacks und es macht mit uns was im Innersten. Also heute merke ich, dass wir uns mehr damit beschäftigen müssen, mit uns und unserer Stimmigkeit, damit wir glaubwürdig auftreten und Menschen begeistern und überzeugen können. Inwiefern spielt vielleicht auch eine Abgrenzung, also Stichwort Wirkungskompetenz, ich stelle mir das so ein bisschen so vor, Abgrenzung auch zu dem, das kann ich beeinflussen, das kann ich nicht beeinflussen. Inwiefern spielt das auch bei dem Thema rein? Ja, ich glaube, dass diese Beeinflussung generell, es geht ja immer von mir aus, ne? Also ich sage immer auch liebevoll, ich hatte neulich einen Vorstand da, der hat sich vorbereitet auf seinen Vortrag, also vor 1500 Mitarbeitern von ihm. Und das war dann hochspannend, weil als er begonnen hat zu üben, ging er so auf die Bühne und hat nicht geatmet, ne? Also er hat die Luft so angehalten. Also er stand da sehr statisch und hat die Luft angehalten. Und du hast gemerkt, ich habe dann immer so ein bisschen Publikum da sitzen, so ein paar Menschen, die sich bereit erklären, sich das anzuhören. Und in dem Moment war es dann einfach so, die haben auch nicht mehr geatmet. Also er hat nicht geatmet und das Publikum hat nicht geatmet. Und das ist ein ganz typisches Gesetz der Resonanz. Also wir müssen zuerst mal selbst atmen, wenn wir wollen, dass das Publikum atmet. Und so ist es dann auch im Unternehmerdasein. Also wir müssen selbst gewisse Dinge vorleben, ausstrahlen, sie tun, damit es meine Mitarbeiter machen. Und das ist wirklich viel komplexer, als wir denken. Super. Ja, vielen Dank für die Fragen aus der Zuhörerschaft und danke an dich, Hermann. Das Spannende Super. Ist natürlich, das braucht ja eine ganze Menge Gelassenheit. Ne? Also in dem Moment, wo ich da auf diese Bühne gehe, atme ich ja deswegen nicht, weil ich gerade gestresst bin, weil ich jetzt die Entspannung spüre. Ja, wie kriege ich denn in diesen Momenten dann diese Entspannung, diese Gelassenheit? Also es fängt ja an in einem wichtigen Meeting vor 10 Mitarbeitern teilweise schon. Wie kriege ich das denn? Was empfiehlst du? Also auf jeden Fall zu mir zu kommen, ich bringe es dir bei. Nein, das ist das eine. Aber nein, was ganz wichtig ist, ist in der Tat, es sind mehrere Dinge. Ich muss mich unglaublich gut vorbereiten. Also eine gute Regie, das Wichtigste bei so einem, egal ob Kurzvortrag, Meeting, großen Vortrag ist, ich brauche eine gute Struktur. Das ist Handwerk. Also das muss ich wirklich lernen, weil es gibt mir einfach eine hohe innere Sicherheit. Und das Zweite ist, ich muss mir überlegen, wie ich gewisse Dinge auch inszenieren will, damit meine Botschaft, im besten Fall meine ich sie auch herzlich und will, dass sie auch so verstanden wird und inhaltlich gut verstanden wird. Wie inszeniere ich das, dass es dann eben auch funktioniert? Und dann gibt es ganz klassische Mechanismen, wo wir uns häufig auch dem Schauspiel bedienen können, der oder von Sängern dann nochmal genau was abgucken können. Was kann ich tun vor der Bühne? Oder auch vor Meetings. Ne? Ich sage immer, zur Not musst du dich halt in die Toilette einschließen, dass du dich da noch in Ruhe für dich zumindest noch mal kurz fokussiert vorbereiten kannst auf das, was gleich kommt. Weil wir müssen irgendwie, müssen wir es schaffen, mit dem Stress gut umzugehen, bevor wir das erste Wort sprechen. Also gibt es auch einen einfachen Tipp.
Oft hilft es schon, also ich sage mir oft innerlich so drei Sätze, bevor ich den vierten dann laut sage. Der innere erste Satz ist so, ich freue mich, dass ich hier bin, ne? Und für mich dann immer so, Klammer auf, denn sonst wäre ich ja auch nicht gebucht, ne? Also es wäre ja auch schlecht für mich, Klammer zu. Die zweite Message ist, ich freue mich, dass Sie alle hier sind, weil ich glaube schon inhaltlich, dass ich Ihnen da echt was zu sagen habe und Sie mit dem Inhalt auch was anfangen können. Und der dritte innere Satz ist, ich bin mir meiner Sache absolut sicher. Und der vierte Satz ist dann, wie auch immer meine Dramaturgie aussieht, einen wunderschönen guten Abend oder herzlich willkommen oder was auch immer. Super, das sind ja schon ganz konkrete Tipps. Und in der Tat, du hast dir ja bereit erklärt, für uns im Verband auch ein echtes Coaching-Seminar zu geben. Den Link schmeißen wir gleich mal in die Chatbox. Das ist im Dezember für einen kleinen Kreis von Unternehmern, nur in unserem Verband im Phasenraumangebot zu einem spitzen Sonderpreis. Herzlichen Dank dafür, dass du das möglich Gerne, machst. gerne. Und super, dass wir jetzt auch schon direkte Tipps mitnehmen können, die wir morgen ansetzen. Ich möchte nochmal in den Extremfall gehen. Wir alle kennen diese Situation. Da haben wir ein Meeting und wir sind sowas von genervt und es ist einfach alles ätzend. Und jetzt wissen wir müssen eigentlich da gute Miene zum bösen Spiel machen. Eigentlich würden wir jetzt rumwüten wollen. Aber jetzt müssen wir uns da hinstellen und müssen sagen, Leute, jetzt lernen wir daraus und es wird schon gut werden. Und jetzt ist die Frage, in solchen Momenten, wie kriegen wir da denn eigentlich Glaubwürdigkeit und Echtheit und Authentizität hin? Wie schaffen wir das? Naja, was auffällig ist, dass es ja einigen Menschen trotz diesem Stress deutlich besser gelingt als anderen Menschen, genau mit dieser Situation besser umzugehen. Und was wir daran merken ist, wir können ja heute Wahrnehmungs- und Wirkungskompetenz von Menschen messen. Also das ist, wie ich finde, ein sehr wertvolles Tool, weil die Qualität zwischenmenschlicher Begegnung eben erheblich durch diese Wahrnehmungs- und Wirkungskompetenz bestimmt wird. Und was wir feststellen bei Menschen, die das ganz gut können, also die sich selbst in gute Stimmung bringen können, kann man das an ihrem Wahrnehmungs- und Wirkungsprofil ablesen. Also man kann das lernen, sich emotional in eine gute Stimmung zu bringen, obwohl es innerlich gerade anders aussieht. Also ich sage immer, das ist ja Wahrnehmung und Wirkung hat immer mit den synaptischen Verknüpfungen im Gehirn zu tun. Und es ist eine gute Nachricht. Das heißt, Wahrnehmung und Wirkung können wir trainieren. Und wir müssen es eben trainieren, uns in einer schwierigen Situation in gute Stimmung zu bringen, weil die Teilnehmer haben definitiv was anderes verdient als meine Wut jetzt, die ich vielleicht gerade eine Stunde vorher noch zu einem anderen Thema hatte. Und dieses sich selbst in gute Stimmung zu bringen, da gibt es eben verschiedene Werkzeuge, wie ich das auch tun kann oder wie ich das dann emotionalisieren kann. Und das kann man lernen. Also es ist ein Prozess, muss man auch dazu sagen. Aber man kann das wunderbar lernen durch verschiedene klassische Methoden. Wir müssen uns mehr darin üben, selbst in gute Stimmung zu kommen. Ne? Also ich wurde neulich gefragt, ja, Herr Reuter, jetzt haben Sie aber einen schlechten Tag und Sie stehen jetzt morgens auf. Ne? Wollen Sie mir jetzt irgendwie sagen, dass Sie jeden Morgen irgendwie gut gelaunt sind? Und dann habe ich demjenigen gesagt, naja, ich wache auf. Und wenn ich dann wach bin, dann mache ich immer einen Body-Scan durch meinen Körper. Ich stelle mir ein lachendes Gesicht vor, das mir ins rechte Bein rein lächelt. Und überall da, wo es dann muskulär kurz klemmt oder spannt, diese Stelle lache ich einfach an. Und interessant ist ja, dass wir aus der Neurowissenschaft wissen, dass dann der Schmerz weggeht an dieser Stelle. Und dann lache ich mich sozusagen durch mein Bein, durch alles Mögliche lache ich mich durch und stelle mir immer ein lachendes Gesicht vor, wie das gerade stattfindet. Und dann fällt mir auf, dass ich mich dadurch in einen ganz anderen Zustand versetze. Also das mache ich morgens schon. Und ich merke, umso öfter wir das tun, durch banale Übungen, die nur keiner immer so laut verrät oder sagt, aber umso mehr bringen wir uns persönlich in einen guten Zustand. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Grundhaltung in der heutigen Zeit, mit all der Komplexität sich in einen guten Zustand bringen zu können. Ja, super. Ein Tipp aus der Kategorie hört sich blöde an, funktioniert aber erstaunlicherweise erwiesenermaßen gut. Ja, Es super. funktioniert sehr gut, ja. Ja. Ist ja auch ein bekanntes Thema, was wir auch viel, wenn wir jetzt nochmal anknüpfen an eine Fußballkarriere von Sportlern kennen, die eben auch vor jedem Wettkampf sich eben in eine Stimmung bringen und solche mentalen Bilder und Stimmung nutzen, um dann in diese Zone der Performance zu kommen. Also ganz spannendes Setting. Und interessanterweise diskutieren wir es auch gerade immer an beiden Ebenen, die wir diskutiert haben, ne? Also die Frage, wie kommuniziere ich nach außen, das ist ein Thema. Und wie hängt das jetzt mit mir nach innen zusammen? Unbedingt. Wo würden wir denn jetzt anfangen als Unternehmen? Also sollten wir jetzt erstmal bei uns innen arbeiten oder sollten wir erstmal an der Kommunikation arbeiten oder was würdest du vorschlagen?
Unternehmerisch klare Antwort, lass uns zuerst mal den Ist-Zustand angucken. Also ich würde zunächst mal sagen, dass jeder von sich selbst ein eigenes Wahrnehmungs- und Wirkungsprofil erstellen sollte. Und dann hat man alle 16 Faktoren, die für Wahrnehmung und Wirkung verantwortlich sind, vor sich liegen. Man kann die analysieren und dann logischerweise dann aufgrund dessen einen eigenen Trainingsplan auch entwickeln, weil dadurch, dass Wahrnehmung und Wirkung mit den synaptischen Verknüpfungen im Gehirn zu tun haben, ist die gute Nachricht, wir können es trainieren. Die schlechte Nachricht ist nur, wir müssen es halt auch wollen. Also zuerst mal müssen wir im Dialog sein mit dem Unternehmer, ob er das überhaupt verändern will. Weil das eine ist, ich weiß, dass es so ist, aber die zweite Frage ist noch, will ich denn das verändern? Ne? Will dir dazu auch ein ganz konkretes Beispiel geben? Es gab einen Unternehmer, den ich weiterentwickelt habe, eben. Und in seiner Wahrnehmung und Wirkung, weil er, finde ich, sehr mutig war und festgestellt hat, er nimmt kann seine Mitarbeiter in den komplexen Zeiten nicht so mitnehmen, wie er sie gerne mitnehmen würde. Das ist ja eine hochinteressante Frage. Und ich war schon stolz auf ihn, dass er die ehrlich formuliert hat. Also genau so. Und wir haben dann an ihm gearbeitet und es gab dann einen Bereich, wo wir über innere Themen, an inneren Themen gearbeitet haben. Und mir ist aufgefallen, dass er sich da sehr schwer getan hat, weil er für sich nicht eingesehen hat, was das jetzt in dem geschäftlichen Kontext zu suchen hat. Und das Spannende war, wir sind da auch nicht weitergekommen für diesen Moment. Nur kurz drauf hat er dann irgendwann mal bei mir angerufen, weil sich seine Frau von ihm getrennt hat. Und dann habe ich zu ihm gesagt, und dann sagt er, jetzt verstehe ich Sie, Herr Reuter. Also manchmal hilft uns auch das Leben, über gewisse Dinge nachzudenken, ob wir wollen oder nicht. Ne? Hermann, da wäre es also mal wieder gut, dass es dir schlecht geht, dass wir lernen, uns mit gewissen Dingen auseinanderzusetzen, ob wir wollen oder nicht. Also erst dann hat er mich verstanden. Was ich dir damit sagen will, ist, wir Unternehmer sind ja so gestrickt, dass wir sagen, gib mir einen Input, wenn ich es gerade brauche, setze ich es um, wenn ich es gerade nicht brauchen kann, mache ich es weg. Das ist auch sicherlich richtig in den komplexen Zeiten. Aber manches verstehen wir nur, wenn wir fühlen. Und das ist, glaube ich, die große Kunst, die wir hinkriegen müssen, dass wir uns, um auf die Prophylaxe von vorher zurückzukommen, mit Dingen nicht nur erst beschäftigen, wenn wir sie fühlen, sondern uns vorher schon intensiv Gedanken darüber machen. Wir nehmen es meistens nur nicht immer so ernst, ja. Das, was du beschreibst, geht für mich ja auch ein bisschen in das Thema rein, Emotionskontrolle. Du sagst, okay, du stehst morgens auf, du arbeitest aktiv daran, dass du eine gute Stimmung hast. Wenn wir das jetzt mal auf den gesellschaftlichen Kontext ziehen, ist meine Wahrnehmung, dass es ja eher quasi in die andere Richtung geht, also dass Emotionskontrolle eher hinten ansteht, dass eher Emotionen in der öffentlichen Wahrnehmung, in der Politik, in der Presse eine Rolle spielen, als wirklich eine sachliche, konstruktive Diskussionskultur. Teilst du die Meinung und wie wird sich das weiterentwickeln? Also ich teile die Meinung, also dein Inhalt kann ich total nachfühlen. Ich möchte nur noch mal so einen speziellen Aspekt reingeben. Ich erlebe heute, das ist die Emotion, die du beschreibst, unglaublich viel engagierte Leute. Also wir haben so eine Zeit, in der es unglaublich viel engagierte Leute gibt. Also engagiert für Klimaschutz, ne? Engagiert für ja und so weiter. Wir kennen uns da ja bestens aus. Also es gibt unglaublich viel engagierte Leute. Und was mir auffällt, ist, dass die Menschen es mit ihrem Engagement, mit einer positiven Eigenschaft häufig übertreiben. Was dabei rauskommt, ist ziemlich banal gesagt Fanatismus. Es wird fanatisch. Die Leute kämpfen gegen den anderen, weil sie so engagiert sind für ein Thema, dass es plötzlich fanatisch wird. Was den Leuten oft fehlt, ist eine gewisse Toleranz auch anderen Meinungen gegenüber, weil auf der einen Seite, wenn du engagiert bist und du bist aber auch tolerant für andere Meinungen, dann können wir, wie du es beschreibst, auch sachlich einen Kontext diskutieren. Wenn mir aber die Toleranz fehlt gegenüber anderen Meinungen, dann wird es sehr schwer. Und dadurch ist es dann auch nicht möglich. Also und das erlebe ich eben heute. Das hängt natürlich stark damit zusammen, dass man uns reglementieren will und sagen will, hey, also ich bin engagiert für und du machst das falsch. Und dann sage ich dem anderen, ja, Moment mal, also meine Meinung darüber ist halt die. Und da merke ich, dass man das oft überhaupt nicht akzeptiert. Und dieses gesellschaftliche Phänomen beschreibe ich auch in meinem Buch, wer Frieden will, muss streiten können, weil es eben nicht damit getan ist, wenn wir da einen auf harmonisch machen oder im Gegensatz glauben, wir streiten. Also oft denkt man, die Welt streitet über irgendwas, aber es ist kein Streit, es ist ein Duell.
Wir stellen uns gegenüber und schießen aufeinander. Das hat mit sinnvoller, positiven Streitkultur nichts zu tun, aber auch gar nichts. Und so erlebe ich die Welt in der Tat immer häufiger. Und sind wir als politischer Verband oder als Unternehmer im Allgemeinen ja oft auch in der Öffentlichkeit. Was sind so deine Tipps, wie wir diesem Fanatismus und dieser, sagen wir mal, auch diesen Dogmatikern und Extremisten entgegentreten können? Dass wir uns engagieren für unsere Sache. Also ich glaube, was wir von großen Menschen der Welt, Mahatma Gandhi, um ihn jetzt mal exemplarisch zu nennen, immer lernen können, ist, dass sie für eine Sache kämpfen und nicht zu sehr gegen eine andere Sache sind. Weil in dem Moment, wo du für eine Sache stehst und für die Sache kämpfst, ohne immer gleich die anderen zu beleidigen, also ich meine jetzt bei deinen Beispielen, die du genannt hast, da neigt man logischerweise auch schnell dazu zu sagen, das ist überhaupt nicht okay, was die da drüben jetzt machen oder was da gerade abläuft. Da bin ich voll bei dir. Nur was wir deutlicher machen müssen, ist, dass wir für unsere Sache stehen und für unsere Sache gehen und uns viel mehr mit uns selbst beschäftigen, wie wir das eben leben können. Und dann entsteht eine wahnsinnig große Hingabe für deine Sache. Und dann muss schon viel passieren, wenn du gute Argumente hast, dass ich nicht mit dir gehe, weil das spüre ich halt. Also für eine Sache zu sein, bringt mir auch ein anderes Mindset, weil ich mehr darauf schaue, für meine Sache zu stehen, zu gehen und letzten Endes dann auch ja, mich dafür einzusetzen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. So mal spontan beantwortet. Ja. Auch schon wieder ein konkreter Tipp, den wir natürlich auch in Unternehmen direkt umsetzen können. Also nicht so viel darauf achten, den anderen zu erklären, wie ihre Meinung jetzt falsch ist, sondern eher zu erklären, wieso unsere Meinung richtig ist. Unbedingt. Und Ich halt, möchte wenn ich das da vielleicht noch, Frederik, wenn ich das noch sagen dürfte, weil fällt mir gerade noch ein, Hermann, was natürlich unglaublich hilft, ist, dass ich meine eigene Vision, die ich habe, ne? Also Helmut Schmidt, unser Altbundeskanzler, hat ja mal schön gesagt, wer Vision hat, der sollte zum Arzt gehen. Wenn du mich fragst, war das einer seiner dümmsten Sätze, weil ich heute spüre, dass Visionen sehr wichtig sind. Für was gehe ich, für was stehe ich? Aber was Menschen oft vergessen, ist, daraus die Mission abzuleiten. Also eine Mission abzuleiten, was heißt es denn für mich ganz konkret in der Umsetzung, in meinem Alltag jetzt als Unternehmer? Also wenn ich eine Vorstellung vom Leben habe, eine klare Vision, so müsste es sein, oder auch von meinem Unternehmen, dann ist ja die Frage, setzen wir das täglich in jedem einzelnen Bereich auch um? Und da spüre ich, dass wir da viel, viel mehr nochmal gucken sollten, wie ist unsere innere Haltung zu all dem, was wir da machen. Die innere Haltung wird immer wichtiger. Super, ja. Und sind wir wieder bei den ganz konkreten Hilfsmitteln und Ideen, wo wir bei uns ansetzen können. Und ich glaube, angekommen bei uns allen ist jetzt die Frage, nochmal zu reflektieren, wo stehe ich denn da gerade, um mal zu überlegen, wohin kann ich mich entwickeln? Und das ist ja schon mal toll, wenn diese Richtung gedacht wird. Eine spannende Frage haben wir als Unternehmer natürlich auch noch eine Ebene weitergefasst. Wie gehen wir denn mit Mitarbeitern zum Beispiel um, bei denen wir erleben, die haben gar keine Bereitschaft, dort drüber nachzudenken? Die haben gar keine Bereitschaft, sich auch mal einzufühlen, was denn da gerade relevante Themen sind, nehmen Feedbacks nicht auf. Und wir müssen sie als Unternehmer trotzdem entwickeln, weil sie sonst ihren Job nicht richtig machen. Was sind deine Tipps für den Umgang? Ich meine, du bist ja auch da ganz viele Unternehmen unterwegs und hilfst ja bei solchen Szenarien. Wie gehst du da vor? Ja, da erster ganz konkreter Tipp ist, ich mache allen eine Formel klar. Also A plus K gleich E. Diese Formel finde ich sehr wichtig. A steht für so eine gegenseitige Akzeptanz. Plus K für Konfrontation ist gleich E Entwicklung. Und wenn wir uns diese Formel mal anschauen, ist es die Formel für klassische positive Streitkultur. Und jetzt erlebe ich zwei Phänomene ganz häufig in Firmen. Die Akzeptanz ist hoch, also die ist gegeben, ne? Das merkst du dadurch, dass es sehr harmonisch abläuft in dem Unternehmen, die Leute relativ relaxed miteinander umgehen. Also es gibt so eine hohe Akzeptanz, aber keiner sagt dem anderen kritisch die Meinung. Also keiner konfrontiert den anderen mit irgendwas. Was wir dann haben, wenn ich es mal so schwäbisch formulieren darf, wir haben dann eine Duzi-Duzi-Dei-Dei-Dei-Kultur. Also alle behüten sich und streiten und sind lieb zueinander im Sinne so dieser gemeinsamen Entwicklung. Aber es gibt keine Entwicklung, weil keiner Dinge kritisch anspricht. Und das gleiche Phänomen haben wir auch umgekehrt. Der eine hat eine Führungskraft, die er eigentlich nicht akzeptiert. Und die Führungskraft konfrontiert ihn regelmäßig und gibt ihm Feedback. Komischerweise passiert aber auch keine Entwicklung.
Das ist auch ganz normal, denn wenn wir Menschen nicht akzeptieren oder Umstände nicht akzeptieren, dann geht es hier ins Ohr rein und auf der anderen Seite irgendwie wieder raus. Wir hören einfach schlichtweg nicht zu. Das kannst du vergleichen damit, wenn dir jemand ein Feedback gibt, den du jetzt inhaltlich und fachlich nicht so schätzt, dann geht es hier rein und da drüben auch wieder raus, ne? Das erinnert mich an meine Trainerausbildung. Da hatten wir einen Schweizer Professor und ich bekam Feedback von einem, den ich unmöglich fand in dieser Trainerausbildung. Und er hat mir dann gesagt, ich möchte dir auch noch was sagen. Und dann habe ich gesagt, ja, gerne. Gedacht habe ich aber, oh Gott, eigentlich will ich es nicht hören. Aber da waren mehrere Menschen dabei, ihm einfach zugehört und habe dann so getan, als ob ich es aufschreibe. Und ganz ehrlich, ich habe nichts aufgeschrieben. Ich habe nur so getan, als ob, ne, so auf dem Schoß, so, habe aber überhaupt nichts gemacht. Und irgendwann war das zu Ende, es gab einen Applaus, es war meine Prüfung logischerweise auch. Und dann sagte neben mir der Herr Professor Dr. Christoph Metzger, sagte dann irgendwie, ich glaube, der war's, bin mir jetzt nicht ganz sicher, Herr Reuter, Sie haben ja gar nichts geschrieben, oder? Und dann habe ich gesagt, naja, ich konnte jetzt mit dem Inhalt nicht ganz so viel anfangen. Dann sagte er zu mir, ich kann das verstehen, ich hätte ja auch nichts geschrieben. Was aber schön war, ist, Sie haben dafür gesorgt, dass dieser Mensch nicht sein Gesicht verliert. Das ist gut. Das nennen wir in der Schweiz Diplomatie. Und in diesem Moment habe ich viel gelernt, weil es genau das Problem ist. Wenn wir jemanden nicht akzeptieren, dann brauche ich kein Feedback von dem. Es geht hier rein und da wieder raus. Und ich würde immer das prüfen. Und das sage ich auch Mitarbeitern. Wenn Mitarbeiter und Führungskräfte da sind und wir gemeinsame Workshops haben, dann sage ich, das ist die Formel für Entwicklung. Und unsere Motive können aber sehr unterschiedlich sein. Mein Motiv als Unternehmer ist, wir wollen Ergebnisse erzielen. Und häufig bemerke ich, in vielen Unternehmen wird das Bemühen sozusagen belohnt durch Feedback. Also das hast du toll gemacht. Du hast versucht, jetzt 8-mal den Kunden Müller anzurufen. Wenn aber das Ziel war, dass ich mit dem Müller einen Termin kriege und ich habe noch keinen Termin, dann hat er keine Resultate erzielt. Und was wir machen müssen, ist, wir müssen uns darüber im Klaren werden, belohnen wir die Aktivität oder belohnen wir die Resultate? Und stimmt die Akzeptanz im Unternehmen und konfrontieren wir uns genug? Und dann können wir auch mit völlig unterschiedlichen Motiven dann agieren. Das Problem ist nur häufig, dass viele Unternehmer sagen, wir wollen jetzt in Teamentwicklung investieren, aber die haben kein Team, die haben eine Gruppe. Also wir müssen uns darüber im Klaren sein, was machen wir da genau? Und da spielen Worte und Wording und Positionierung, finde ich, eine wahnsinnig große Rolle, dass wir uns genau über das viele Gedanken machen. Ja. Wie kriegen wir denn das in unsere Teams eingeführt? Und nehmen wir an, jetzt ist jetzt einmal in der Leitung, der sagt, Mensch, da hat er einen Punkt, ich habe da noch sehr viel Aufgabenorientierung, wenig Ergebnisorientierung und so richtig Team und Feedback, boah, hat er einen Punkt? Ja, was mache ich denn jetzt? Der allererste Punkt, den ich definitiv anschauen würde, das ist jetzt nur, Klammer auf, eine Erfahrung, die ich häufig mache, Klammer zu, ist, habe ich mein eigenes Rollen- und Führungsverständnis meinen Mitarbeitern oder meinen Führungskräften, wenn ich für die zuständig bin, klar kommuniziert? Und da werden jetzt 90% aller Leute, die das hören, sagen, klar, habe ich gemacht. Meine Erfahrung ist, dass das nicht so ist. Diese klare Vorstellung, woran messe ich, also was finde ich wichtig im Doing für dich als Mitarbeiter? Für was stehe ich als Führungskraft? Das ist mir manchmal viel zu formell, wird mir das ausgedrückt. Ne? Das kannst du vorstellen, wie mit einem Mitarbeitergespräch, wo man zwar ein Mitarbeitergespräch führt, ne, aber man führt es nicht in einer direkten Art und Weise. Mir wäre das oft viel lieber, wenn ein Unternehmer mit mir, also wenn meine Führungskraft mit mir so spricht, dass ich den Eindruck habe, dass er mir das direkt sagt, ne? Wie wenn wir gemeinsam irgendwo zusammensitzen und sagt, du, ich schätze Folgendes an dir, was ich künftig erwarte, ist jedoch auch Folgendes. Also bitte mach das und das jetzt einfach anders oder mach das und das eben so. Das ist aus meiner Sicht wichtig und das fehlt aus meiner Sicht vielen Unternehmen dann auch. Also kurzum, der Prozess ist, kommuniziere dein Rollen- und Führungsverständnis nochmal ganz klar und guck dir nochmal an, wie sieht das in der konkreten Umsetzung im Alltag aus? Weil als Führungskraft, wenn ich das noch sagen darf, es geht darum, dass wir gestalten. Wir haben nur eine Chance. Wir können gestalten. Und wenn wir jetzt aber auf dieses Gestalten schauen, lebe ich meinen Führungsalltag so, können wir drei Dinge gestalten. Wir können den Sinn gestalten, wir können die Beziehung gestalten und wir können die Struktur gestalten. Und wenn wir uns um diese drei Dinge kümmern, dann kommen wir schon weit.
Weil die Frage ist, was kann ich für die Sinngestaltung tun, was für die Beziehung oder was für die Struktur? Und da merke ich, wir sind oft zu weit weg von den Leuten, um wirklich beurteilen zu können, was die genau machen. Eine Frage aus dem Publikum von Stefan ist, was genau kann ich jetzt in dem Fall machen für Mitarbeiter, die für reine Aktivität gelobt werden wollen? Oft hört er dann, ich habe doch so und so viele Überstunden gemacht, habe doch so und so viel Mühe in das Projekt gesteckt. Was kann ich in dem expliziten Fall machen? Also das Problem fängt eigentlich schon weiter vorne an. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob Stefan in der Rolle ist, dass er Gesamtchef ist oder Führungskraft in einem Unternehmen. Spielt aber jetzt auch mal gar nicht so eine große Rolle. Wichtig ist, wenn wir eine Kultur haben, Kultur ist ja immer das, was entsteht. Und wenn wir eine Kultur haben, dass wir Mitarbeiter schon immer dafür gelohnt haben, also für ihr Bemühen gelohnt haben, dann ist es in erster Linie mal eine Kulturveränderung, wenn wir sie jetzt nicht mehr fürs Bemühen loben, sondern dann für die Resultate loben wollen. Also man sollte das nicht zu abrupt machen, weil für die Mitarbeiter ist es dann ein Schock, was da passiert. Auch da sollten wir eher mit viel Transparenz arbeiten, zu sagen, ich spüre, dass dir als Mitarbeiter wichtig ist, dass ich anerkenne, weil häufig geht es um die Anerkennung, dass du sehr bemüht bist, um ein Resultat zu erzielen. Und das tue ich auch. Also so könnte ich das sagen. Ich erkenne das an, dass du sehr fleißig bist. Was mir auch auffällt, ist, dass du noch keine Resultate erzielst. Ich möchte mit mir daran arbeiten, wie dein Fleiß sich umsetzt in einem klaren Resultat. Und was könntest du denn tun? Was müsstest du verändern, dass wir Resultate erzielen und damit sich dein Fleiß auch lohnt? Hast du eine Idee? So, und jetzt wird's spannend. Weil ich automatisch mehr in die Tiefe arbeite und nicht an der Oberfläche bleibe. Vielleicht hilft dir das, Stefan. Perfekt. Weitere Frage. Worüber sollte man am ehesten streiten? Eine relativ allgemein gehaltene Frage. Was sind denn wichtige Themen, wo ein Streit auch vielleicht einen voranbringt? Na, allein die Frage zeigt mir schon, dass man so ökonomisch vielleicht auch fragt. Also wo lohnt es sich denn zu streiten? Also da steckt ja ganz viel drin in der Frage, zumindest so wie ich sie interpretiere. Also ich glaube, dass sich Streiten generell immer lohnt, für die eigenen Standpunkte zu stehen und zu gehen. Und ich glaube, dass Streit jeder Entwicklung gut tut, weil Streit bedeutet, es sind zwei unterschiedliche Meinungen, die kommen irgendwie aufeinander. Und diese unterschiedlichen Meinungen, das ist so ein Mindset, den wir haben, wenn wir uns gemeinsam entwickeln wollen, kann Streit in jeder Situation gut sein. Und es kann aber auch mal besser sein, den Mund zu halten. Es kommt wirklich auf die jeweilige Situation und auf das an, welches Ziel wir verfolgen. Also jede Kommunikation ist immer intentional. Also einer der beiden Parteien verfolgt immer irgendeine Absicht. Und das muss man eben sehen, welche Absicht verfolge ich denn dann auch in diesem Moment. Aber ich kann gerade für alle, die uns jetzt zuschauen, auch nochmal sagen, es gibt eine Seite www.political-directness.de, die ich ins Leben gerufen habe, wo man einfach nochmal gucken kann, die 10 wertvollsten Tipps für guten, sinnvollen Streit. Und vielleicht ist da ja auch nochmal irgendwas dabei. Also www.political-directness.de. Es gab kein besseres Wort. Also bisher hatten wir immer von Political Correctness gesprochen. Und mir gefällt aber diese Correctness nicht. Darüber machen ja auch viele Kabarettisten so ihre Späße. Aber in der Tat haben sie recht. Mir ist zu vieles Political Correct geworden. Und dadurch vergisst man, die Dinge beim Namen zu nennen, weil jeder Angst vor irgendwelchen Konsequenzen hat. Und deswegen habe ich die Seite ins Leben gerufen, political-directness.de. Ja, das sind auch schon mal ein paar gute Tipps und das ist natürlich auch spannend für uns aus politischem Verband mal reinzugucken und mal zu überlegen, wie können wir denn damit umgehen und wie können wir denn auch in den Gesprächen, wo wir vielleicht unsere politische Interessenvertretung leisten, dann besser umgehen. Ich möchte noch mal kurz zu dem Thema Streit in Unternehmen kommen, weil das ist ja auch mal wieder kontraintuitiv, weil so ein Streit, der im Unternehmen ausbricht, kann ja erstmal dazu führen, dass Produktivität runtergeht, dass da werden Leute plötzlich dann krank und sind eine Woche nicht da. Das heißt, dort gibt es eine ganze Menge Turbulenzen, die durch so einen Streit entstehen können. Und da ist es ja auch erstmal eine gewisse natürliche Funktion zu sagen, das mit dem Streit, das geht aber schön vorsichtig an, das lassen wir mal sein und so ein bisschen drüber zu bügeln. Welches sind denn deine Tipps,
um einen Streit so früh und so direkt in einer Art zu führen, dass es eben nicht so viele Turbulenzen gibt? Oh, ich weiß gar nicht, ob es ohne Turbulenzen gibt. Ich glaube, wenn ein wichtiger Tipp ist auf jeden Fall, wenn ich spüre, dass, also es ist so, ich brauche ein Gefühl dafür. Wenn ich spüre, jetzt geht's los. Also das, was jetzt gerade passiert, das akzeptiere ich jetzt nicht mehr. Egal auf welcher Ebene jetzt, dann soll ich es sofort ansprechen. Also der erste Tipp ist, spreche es immer sofort an, auch wenn du das Gefühl hast, das ist noch nicht wichtig genug. Ne? Also, aber wenn du so ein Gefühl hast, ich habe da schon eine leichte Befindlichkeitsstörung, dann spreche sie sofort an. Weil die größte Gefahr ist, dass es wie so ein Holzfass ist, ne, in dem der Wein dann gärt und irgendwann oder der und irgendwann platzt dann mal dieses Holzfass. Dann wird es richtig schlimm. Also ich merke, dass wir oft zu spät Dinge ansprechen. Und das ist eines der Hauptprobleme. Also früh reden. Viel reden und früh reden. Das ist super wichtig und die Dinge dann einfach ansprechen. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Geschichte, dass wir das auf alle Fälle machen. Das hilft. Und zweitens, nicht glauben, dass es von alleine weggeht. Also ich glaube nie, dass irgendwelche kleinen Konflikte, Streit, verschiedene Situationen irgendwie von alleine weggehen, sondern wir müssen immer aktiv was tun, dass da eben logischerweise dann auch die Dinge irgendwie besser werden. Das ist wichtig. Weil der Weg hinaus führt immer hindurch. Und das ist der Punkt, den du gerade gesagt hast. Wenn ich weiß, das sorgt jetzt für einen Produktionsstopp oder für Probleme in der Produktion, dann oder wieder eine Diskussion jetzt auf anderer Ebene mit Personalrat oder Betriebsrat, dann werde ich als Führungskraft gut abwägen, ist es clever, die Entscheidung für das eine zu treffen, dass wir es harmonisch lassen, aber Hauptsache die Produktion stimmt. Oder kümmern wir uns darum, dann habe ich aber ein wirtschaftliches oder ein betriebswirtschaftliches Problem. Und das gilt es abzuwägen und eine Entscheidung zu treffen. Was ich heute halt oft spüre, ist, dass diese Entscheidung nicht getroffen wird. Also, dass wir in so einem Entscheidungsvakuum bleiben. Und da gilt eine alte Regel in der Kommunikationspsychologie, wenn du eine innere Zerrissenheit hast, weil du irgendwie so denkst, aber das machst, dann führt es immer zu äußerer Mehrdeutigkeit. Auf gut Deutsch, es führt zu Gelaber. Und das ist natürlich dann überhaupt, weil diese Klarheit nicht mehr verstanden wird, was ich da eigentlich dann mache. Okay. Jetzt hast du gesagt, ein wichtiges Thema ist, die Dinge früh ansprechen. Was ich auch viel von Unternehmern höre, ist das Thema, ja, wie mache ich denn das in einer konstruktiven Art und Weise, dass da nicht sofort ein Streit explodiert? Was sind denn Ja. deine Tipps für das Ansprechen von kritischen? Also nehmen wir mal an, da ist es ein Mitarbeiter in einem Meeting, hat der nur Müll produziert, es war nicht auf dem Punkt, die Aufgabe war am Thema vorbei und dann hat er auch noch sich dargestellt und jetzt muss ich dem Feedback geben, wie mache ich denn das? Also wichtig ist immer, dass wir die kritische Eigenschaft, also ich nenne es mal liebevoll jetzt, was du gerade beschrieben hast, so eine kritische Eigenschaft, ne? Also uns Führungskräfte fällt ja auf, was uns nicht gefällt. Also zumindest haben wir so einen Fokus darauf, uns fällt sehr schnell auf, oh, das gefällt uns jetzt nicht. Und die kritische Eigenschaft, die müssen wir uns klar anschauen. So, und jetzt kommt ein wichtiger Denkpassus, bevor wir dem jetzt Feedback geben. Normalerweise läuft es so ab, dass ich diese kritische Eigenschaft, wenn ich mutig bin als Führungskraft, anspreche und ihm sofort sage, wie ich es denn gerne verbessern würde. Das führt häufig zu einer Wahnsinnsdiskussion. Also gemäß dem Motto, mir ist aufgefallen, du hast es jetzt nicht konkret umgesetzt, du hast vieles gemacht, aber eigentlich nicht das, was ich von dir wollte. Ich würde mir von dir wünschen, dass du das jetzt konkret nochmal angehst und die Dinge eben jetzt für dich nochmal umsetzt. Nachvollziehbar für dich. So, jetzt kommt plötzlich vom anderen so ein Kommentar wie, naja, aber das haben Sie jetzt vorher nicht gesagt. Also, Sie hatten doch gesagt, komm mal das. Und ich beginne plötzlich mit dem zu diskutieren zu müssen über diesen Kontext. Das beobachte ich immer wieder bei Führungskräften. Und was jetzt wichtig ist, ist für unseren Aspekt, dass wir sagen, dass wir für uns klar definieren, wenn wir Dinge ansprechen, müssen wir am positiven Kern anfangen. So, und jetzt wird's spannend. Jede kritische Eigenschaft, die ein Mitarbeiter zeigt, hat einen positiven Kern, weil der Mitarbeiter vor allem in Stresssituationen immer in seine Stärke investiert. Das ist hochspannend. Und wenn er es mit der Stärke übertreibt, dann wird das für uns eine kritische Eigenschaft. Also in dem Moment, das du angesprochen hast, angenommen, der hat jetzt irgendwas gemacht, er war sehr kreativ, also ich sage jetzt mal, es ist ein bisschen chaotisch, was er dir abliefert, ne? Dann ist der positive Kern, er war hochkreativ. Das ist wirklich ein positiver Kern. Wenn er es aber mit der Kreativität übertreibt, dann kommt Chaos an und das ist das, was du bremst.
Was du dir jetzt von ihm wünschen würdest, ist, dass er strukturierter arbeitet, dass er zielgerichteter arbeitet. Und wenn zur Kreativität auf der einen Seite, also zu dem, was er schon kann, noch eine Zielgerichtetheit auf der anderen Seite dazukommt und es kommt zusammen, dann wird es richtig gut. Meistens haben aber sehr kreative Leute sehr großen Respekt davor, zu verkopft zu arbeiten. Deswegen mögen sie das nicht so, wenn man ihnen sagt, du mach mal Struktur. Und deswegen versucht er möglichst kreativ und locker zu sein. Und so funktioniert das System immer. Wir hatten zum Beispiel neulich einen Mitarbeiter, beziehungsweise eine Führungskraft, und der Geschäftsführer sagte zu mir, er heute diese Führungskraft, die ist immer so autoritär. Und dann habe ich zu ihm gesagt, das ist doch schön, dass Sie eine dominante Führungskraft haben. Er übertreibt es nur mit seiner Stärke. Was muss denn der aus Ihrer Sicht lernen? Dann sagte der, na ja, dass er auch mal alle Fünfe gerade sein lassen kann, dass er einfach auch mal sagt, okay, oder Verständnis für die anderen hat. Dann sage ich, das könnten Sie ihm jetzt ungefähr so sagen. Herr Meier, ich schätze, dass Sie sehr dominant auftreten, weil das brauchen wir wirklich. Wir brauchen starke Führungskräfte, die für ihren Inhalt stehen und gehen. Was mir nicht gefällt, ist, dass es oft sehr autoritär ist. Es zählt nur das, was Sie sagen und sonst nichts. Ich erwarte von Ihnen künftig, dass Sie sich auf jeden Fall mehr darüber Gedanken machen, wie kann ich auch mehr Verständnis zeigen. Also verstehen Sie mich richtig. Wenn zu Ihrer dominanten Art noch eine verständnisvolle Grundhaltung dazukommt, stellen Sie sich mal vor, was dann passiert. Dann können Ihre Mitarbeiter Sie viel besser verstehen. Das heißt nicht, dass Sie überhaupt nicht mehr zeigen dürfen, wie stark Sie sind. Nachvollziehbar für Sie. Und ich möchte Ihnen jetzt einen Weg zeigen, wie Sie von da dahin kommen. Und das hat ungefähr jetzt 2 Minuten gedauert. Und wenn das eine Führungskraft gut kann, dann bringt sie in 2 Minuten, 2 Minuten 30 die Dinge sowas von auf den Punkt, dass sie nicht lang erstens drum rumreden muss. Wir brauchen dann auch keine Feedback-Regeln, die da heißen, sag mal 3 gute Dinge, bevor du die schwierigen Dinge sagst, sondern wir kümmern uns um den Kern. Und das ist ganz, ganz wichtig und zentral. Und dabei den Führungskräften zu helfen, das auf diesem Niveau zu können, das ist meine Aufgabe, ja. Also eine hohe Klarheit und Lösungsorientierung. Unbedingt, ja. Super. Vielen Dank. Wir kommen jetzt langsam zum Ende von unserem Meet und Echt? Schon. Also ich bin heiß. Ich bin richtig heiß. Top Fragen, das macht einen Heidenspaß mit euch. Ehrlich, richtig gut. dann geht das Publikum. Vielleicht nochmal einfach 3 kurze Takeaways, die quasi jeder jetzt mitnehmen kann und jeder sofort umsetzen kann, heute Nachmittag noch. Von dem, was wir jetzt gehört haben, zum Thema Streit, zum Thema Feedback. Was sind jetzt können alle kurz ihre Stifte rausnehmen und die 3 Sachen, die sie sofort umsetzen sollen, aufschreiben. Was wären das? Erstens, die kritische Eigenschaft, die dir an Mitarbeitern auffällt, frag dich immer, was ist der positive Kern, warum der Mitarbeiter das tut, was er da tut. Es hat immer einen Grund. Zweitens, betrachte die Formel A plus K gleich E für dein Unternehmen. Schau, wie entwickelst du dich weiter? Stimmt die Akzeptanz in den jeweiligen Einheiten? Und geben sich die Leute genügend Feedback, also konfrontieren sie sich genügend. Schau, dass beides in Einklang ist. Sollte die Akzeptanz nicht stimmen, es wird aber Feedback gegeben, musst du die Akzeptanzfrage stellen und sie klären. Drittens, Führung bedeutet Dienstleistung und Führung bedeutet, Menschen besser zu machen. Stell dir bitte folgende Frage. Managst du deinen Unternehmen nur oder führst du? Was gehört zu einem guten Management und was heißt Führung konkret? Und bei Fragen stefanreuter.de. Stefan mit F, Reuter mit EUTT, ER.de oder was auch immer. Also, das wären die 3. Ich hätte jede Menge, aber ich habe es wirklich versucht, Hermann, nur für dich jetzt Ja, auf den Punkt zu prima. Das bringen. ist, freut sich der deutsche Ingenieur über klare Ansagen. Abseits vom Thema der Streitkultur, klare Ansagen. Das ist schön. Super. Ja, Das hat ein herzlichen guter Dank. Freund von uns letzte Woche gesagt, wir streiten nicht, ich erkläre nur. Und dem musst du jetzt künftig sagen, nein, bitte streite mit ihr, ich stehe da drauf, solange es keine Duelle sind. Super. Ja, herzlichen Dank erstmal an Hermann für das Stellen der Publikumsfragen. Es ist immer wieder schön zu sehen, wie umsetzungsorientiert und wie klar und wie
spannend die Fragen sind und auch uns zeigen, da will direkt weitergearbeitet werden. Das ist super. Vor allen Dingen natürlich, Stefan, herzlichen Dank an dich für die Zeit, dass du uns Rede und Antwort gestanden bist. Und ich spare mir jetzt die ganzen lobenden Worte, die hier gerade in der Fragebox aufpoppen, während ich das sage, Schön, zu sehr gerne. erwähnen. Den Hinweis auf dein Seminar 12. 13. September, Dezember, Entschuldigung, Dezember, 12. jawohl. 13. Dezember machst du für uns im Verband exklusiv ein Training zum Thema persönlich überzeugen, wirksam sein. Ich habe verstanden, dort machst du auch so eine Selbstwirksamkeitsanalyse und dann ist es im Wesentlichen ein Coaching, wo die Unternehmer, die da sind, wirklich mit dir und sich untereinander aneinander arbeiten. Super, dass du das machst. Nochmal herzlichen Dank dafür. Sehr gerne. Ansonsten herzlichen Dank an unsere Zuhörer. Schön, dass ihr da wart. Und ich hoffe, dass ihr eine ganze Menge mitnehmen könnt. Es hat uns allen wieder eine Menge Freude gemacht. Bis zum nächsten Mal beim nächsten Meet. Vielen Dank und noch einen erfolgreichen Tag. Tschüss. Tschüss.